Moin, sind Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zum Mass Effect Andromeda. Ja, wir müssen irgendwie noch den Kurs von Meridian, das ja in Sicherheit gebracht wurde, berechnen. Und vorher können wir noch mal in den Kodex schauen, denke ich. Was haben wir denn hier? Eine Crew wie keine andere. Suvi. Suvi betrachtet sie als echten Freund und sie wissen, dass diese Freundschaft in den nächsten Jahren eher noch enger werden dürfte, okay? Ist hier. Keine Ahnung. Mehr gibt es hier scheinbar nicht. Aber Planeten und Orte, da haben wir immer noch die Geißel. Gibt es da was Neues? Der Warp-Effekt. Ja, nö. Okay, aber die wird hier auch nicht abgehakt, scheinbar. Schade eigentlich. So, was haben wir denn bei Spezies? Angara. Die Angara. Untersuchungen haben ergeben, dass die Angara von den Jardan erschaffen wurden, derselben Spezies, die auch für den Bau der Relikte verantwortlich ist. Die Motive dafür sind noch unklar, aber diese Information wird mit Sicherheit Erdbeben-ähnliche Auswirkungen auf die angaranische Gesellschaft haben. Ja, wahrscheinlich, ne? Oder gibt es noch irgendwas Neues? Die Geschichte. So, wir wissen heute, dass die Angara etwa im Jahr 1600 BCE von den Jardan erschaffen und in Helios verteilt angesiedelt wurden. Die Aufzeichnungen über diesen Prozess sind vager als die über die Frühgeschichte der Angara, aber er geschah anscheinend im Rahmen eines groß angelegten Experiments. Es ist unklar, auf welchen Planeten die Angara platziert wurden und welche sie mit der von ihnen entwickelten Weltraumfahrt selbst erreicht haben, obgleich Haval dafür ein wahrscheinlicher Kandidat ist. Angaranische Historiker überprüfen derzeit die noch erhaltenen Quellen dahingehend, auf welche Ereignisse die Jardan Einfluss genommen bzw. wie diese kulturell zu interpretieren sind. Na gut, tut das. So, den Rest gucken wir uns dann beim nächsten Mal an, oder zumindest einen Teil des Restes. Oh, Junge. So, und wir quatschen noch ein bisschen mit unserer Crew. Skill hier irgendwo. Gotta say, you're handling this much better than I would. Same here. I'd get nosebleeds just thinking about it. Hey Ryder, you busy? I've got a surprise for you. Oh shit. Sorry, this way. Watch your Ow! Shins. Can I open my eyes now? Okay, just a little more. Good. Open. Ew. Surprise. This is wonderful. I tried. It wasn't easy to get all this together, but you're worth it. I made it for you myself. It's steak. Cow. Earth cow? It just said cow on the packet. Okay, Doesn't matter. cool. Delicious. I love cow. I'm gonna take time to savor this. You don't have to be nice about it. I know I probably made it wrong. Vetra, this is great, but you didn't have to.
I just wanted to do something special for you. As thanks. This journey has taken centuries. But we see the destination clearly now. Because of you. You care about my sister. You care about me. For me. Not because you can get something out of me. I love you. I just don't want to ruin it. I thought... Ach Mensch, Vetra, was ist los? Nothing's ruined. It would take a lot to ruin this. Really? This is why I want to be with you. All the things you do for the people you love, you're amazing. I think I know how to make all this up to you. Please, no more food. No, I think you'll like this. Oh. So, eigentlich wollte ich ja mit ihr über was ganz anderes reden. Dann entführt sie mich einfach zum Essen. Okay. Gut, wenn wir schon mal hier sind. Haustier, alles okay? Haustier geht's gut, hervorragend. Von Vetra. Liam sagt, Menschen würden sich gern diese eckige Klammer 3 schicken. Nur zur Info, ich erinnere mich düster daran, dass Cash einmal gesagt hat, die Nexus-Führung hätte Zugriff auf alle E-Mail-Server der Tempest, weil die Tempest Eigentum der Initiative ist und alle Aktivitäten des Pathfinder-Teams von der Nexus überwacht werden müssen. Ich sage nicht, dass Ten unsere Briefe liest, ich sage nur, dass er es könnte, wenn er wollte. Wenn Ten also nicht erfahren soll, was der Pathfinder in seiner Freizeit so treibt, zum Beispiel mit der Turianerin an Bord, sollten wir die E-Mails vielleicht aber zahm halten. Außer wir wollen denn irgendeinen Infarkt verpassen. Ah, endlose Möglichkeiten. Super. Hello, Scott. I have been contemplating our discoveries about the Angara at the Remnant City. I know who created me, and I know my purpose. I have also experienced not knowing. The difference is immense. You're heading into some deep waters there, Sam. Whole lifetimes are spent asking about creation. Its meaning, if it has one, and if there was a motivating force. Are you asking if there's a god? AI have concrete answers about why they exist. If I did not, I would look for them. Hmm, yeah, clever. Thanks, Sam. Nothing more. So, haben wir das auch mal geklärt. Treibt sich hier irgendwo jemand rum? Hallöchen. In the escape pod room. You should be too. Hint, hint. Okay, was hat sie jetzt schon mehr? Keine Ahnung. Oh, was haben wir denn hier? Abendessen, Grunienbraten, frisches Gemüse. Der Braten ist fast den ganzen Tag im Ofen in der Küche. Wehe, jemand macht die Ofentür auf, um nach ihm zu sehen. Okay. Wann ist das fertig? Riecht köstlich, fragt Bibi. Nicht anfassen, habe ich gesagt. Der Saft muss sich erst richtig setzen. Also Drac kocht scheinbar. Ach so, ja, hier steht es auch. Schmeckt schon ziemlich gut, sagt Bibi. Diebe kriegen trockenes Brot. Mhm. Fundbüro, Kellos Seifenoper, OSDS. Sie bleiben verschwunden, bis er aufhört, sie bei voller Lautstärke anzusehen. Ach so, optische Speicherdisks sind das. Kellos Seifenoper OSDS. Sie bleiben verschwunden, bis er aufhört, sie bei voller Lautstärke anzusehen, während ich ein Nickerchen machen will, schreibt Vetra. Der Sternclan ist keine Seifenoper. Es handelt sich um ein historisches, preisgekröntes Extranet-Drama. Wie viele turianische Serien laufen schon mehr als 70 Staffeln lang? Salarianische Schauspieler altern viel schneller als turianische und unsere sind nicht so laut. Ich schwöre, dass ich es nicht zu laut mache. Bitte, Vetra, es ist schon schlimm genug, dass wir nach Andromeda gekommen sind, bevor ich gesehen habe, wie sie den Handlungsstrang mit der Handelsflotte auflösen. Die Übertragungssignale haben eine ziemliche Reichweite. Vielleicht erwischen wir ja die Wiederholung zum 600-jährigen Jubiläum. Na, wer weiß. So, was haben wir hier? Trainingskurse, Schusswaffen, Biotik, Angriff, Verteidigung. Wenn Sie Ihre eingerosteten Fähigkeiten wieder ein wenig trainieren möchten, kommen Sie vorbei. Drac und ich bieten für alle, die gerade nicht im Dienst sind, Trainingskurse im Frachtraum an. Immer von 14 bis 1600.
Für die Zielübungen verwenden wir Simulationswaffen, aber die Biotik ist echt. Also ziehen Sie Schutzkleidung an. Wir freuen uns auf Sie, Cora. Ich komme. Kleine Vorwarnung, ich bin ziemlich nervös, sagt Zubi. Seit wann feuern Sie etwas Stärkeres ab als Forschungssonden? Fragt Drac. Seit ich weiß, dass ich das vielleicht muss. Bin dabei und lernbegierig, schreibt Liam. Na, funktioniert doch. Fundbüro, hässlicher Pullover. Habe ihn vor der Wäscherei gefunden, im Ernst. Er sieht aus, als hätte ein Ausmalbuch einen Albtraum gehabt. Kann mir jemand dieses Ding abnehmen? Baby. Update. Wenn niemand diesen Pulli haben will, schneide ich ein paar zusätzliche Löcher hinein und ziehe ihn Pock an. Bitte lassen Sie ihn einfach auf der Krankenstation. Lexi. Wissen Sie, wem er gehört? Fragt Phoebe. Ja, sagt Lexi. Ah, schön. Lexi hat einen hässlichen Pullover. It's my night off. Ja. I don't remember approving that. I can break bones just as well as I can mend them, Pathfinder. What are you reading? Harry's latest report on Sarah. She's restless, but on the mend. So you're not really taking the night off? Work-life balance has never been my strong suit. Ah, ja, da kann man sich noch ändern. You love what you do. Nothing wrong with that. Tell that to my exes. How do you do it? Be both Scott and the Pathfinder. Oh, yeah, mm-hmm. I don't really think about the Pathfinder thing when it comes to friends, family. Vetra? Sure, I have a responsibility to them, but I don't let it define me or our relationship. Sometimes, just sometimes, real wisdom comes out of that thick skull of yours. A compliment? I'll take it. Wait. You're psychoanalyzing me. Always. Na super, danke Lexi. Okay, gut, also unsere Mutter macht Fortschritt. Das ist super. I hear Liam's planning to show some Nee, unsere Schwester macht Fortschritt. Ne? Was meinte sie? Keine Ahnung. Time. Explains why Drac and PB are distilling something unsavory. Screw up the measurements and bathtub hooch can leave you blind, or worse. We can do better. Und das ist der Zeitpunkt, an dem das Spiel beschließt abzustürzen. Scheinbar. Ah, mal gucken. Labababab. Nope. Ich denke, das war's. Cut, mindestens. So, dann würde ich sagen, versuchen wir dieses Gespräch nochmal zu führen. I hear Liam's planning to show some vids. If our duties ever give us time. Explains why Drac and PB are distilling something unsavory. Screw up the measurements and bathtub hooch can leave you blind, or worse. We can do better. Better how? An Asari liquor called Acantha. They used to run these wonderful black and white ads. There might be a bottle on the Nexus. It wouldn't be too expensive, I'm sure. Let me know if you find it. Vortex. I'll let you get back to it. I'll be here if you need me. Asari-Schnaps auf der Nexus kaufen. Okay, klar. So, zum Glück gab es da gerade einen Autospeicherstand, direkt nach dem letzten Gespräch, das wir da geführt haben. Praktisch. I just feel better if the Tempest had a main gun. Hull's not built for it. The recoil would blow out all our fancy windows. What defenses does the ship have? Kinetic barriers to handle space debris, the stealth drive. And us. Die Beleuchtung hier ist echt scheiße. Ich will es nur mal anmerken, aber gefällt mir überhaupt nicht. So, für heute war es das. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Wir haben noch Zeit, oder? Wir haben noch Zeit. Mensch, was erzähle ich denn? Da reden wir mal mit Cora. Ganz kurz. Ach, wir machen heute einfach die Gespräche alle durch noch. Viele sind es ja nicht mehr. Hi. Hi there. Any more Commando War Stories? That's all I can share, anyway. I miss them.
See you later, Cora. Stay safe. Na klar. Als wenn nicht. Also bitte. We always seem to be so close, but never close enough. You mean the Remnant City? Meridian? I was so sure we'd reach the end. I had a bottle of Drossix Blue ready to go. Ja, ich dachte auch jetzt quasi, ne? Aber nö. I hope you were planning to share that. So I can wake up to the headlines, Pathfinder, Pathfinder's victory laid low by Turian Brew. Not a party unless I'm passed out at the end. From your stomach literally exploding? Why don't I find something better suited to humans? Hopefully we'll have something to celebrate soon. Hoffe ich auch. You probably have work to do. We can chat later. You know where to find me. Vielleicht kann ich einen Asari-Schnaps auftreiben. Ja, also wir haben Snacks. Okay, wir brauchen Alkohol für den Filmabend. Die Filme scheinen nicht gut zu sein. Wo ist Gil verdammt nochmal? Der ist der Einzige, mit dem ich jetzt noch nicht... Ach, der ist da drin. Er versteckt sich. Gil. Ah, da steht er. So my buddy Jill, who, by the way, can't stop singing your praises, wants to have a baby. And, stop me if you've heard this one before, she asked me if I'd father it. Wow, that's huge. Right? What the hell are you going to do? I don't know. I'm still in the freaking out phase. Would it be totally crazy if I said yes? Heh, nein. I don't think it's crazy. I mean, we're already family. I get her, she gets me. And we support each other unconditionally. Wanting to give someone what they want most in the world is love, Gil. I hear you. And you know I've been thinking about it, Ryder. Becoming a dad. I don't want to just be a donor. Bringing a kid into the world wouldn't be enough for me. I'd want to raise the child with Jill. Sounds like you know what you want. Yeah. It's funny, you can think until you're blue in the face. Sometimes you just gotta trust your gut. Mm-hmm. I'm very happy for you, Gil. For both of you. Thanks, Ryder. Or should I say, Uncle Pathfinder? Ach, Gil. So let me get this straight. The Angara were created, like, in a lab by another species. I can't imagine what Jaal must be going through. The Jardin created his people, the care to changing them. Seems like the Angara are everyone's guinea pigs. Not many things break my brain, but I got pieces all over the place thanks to this. Super. Good talking to you, Gil. Anytime. Jo, haha. Das müsste eigentlich alles erstmal hier auf den Nexus gewesen sein, denke ich. Vortex treffen, okay, das kriegen wir hin. Nexus, Schnaps kaufen. Und wir sollten uns aber doch... ja, genau. Mit Avela auf Aya reden, ne? Und mit Carrie reden. So, wo ist denn das hier? Datenfluss? Nee. Da. So, das markiere ich mir mal, damit ich das bis zum nächsten Mal nicht vergesse. Rennen wir noch schnell zur Brücke. You have Hallo. MVP outstanding, Pathfinder. Ja, ja. Das macht nichts. So, und dann war es das für heute, nämlich Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.